Und da fällt auf, er hat den Leuten immer wieder angstauslösende Bilder gezeigt vor diesen Sitzungen. Und da fällt auf, dass in beiden Gruppen hatte man einen Rückgang der Symptome. Aber in der Medikamentengruppe hatte man keine Änderung der Gehirnwellenmuster. Das ist hochinteressant, weil nämlich dadurch es nur dazu zu kommen scheint, dass die Medikamente die Symptome unterdrücken, aber die Imbalancen im Gehirn nicht ausgleichen. Und das konnte er dann auch noch belegen, dass nämlich im Follow-up nach einem Jahr die mit der konservativen medikamentösen Therapie behandelt worden sind, wieder die gleichen Probleme hatten wie früher und die Hirnwellenmuster nicht stabil waren. Und deshalb ist gerade im Bereich der energetischen Psychologie mittlerweile ein großer Umbruch. EMDR hat es in Deutschland zum Beispiel schon geschafft, sie ist relativ breit, ist schon bei den Psychologen verankert. Die anderen Verfahren noch nicht. Wobei ich persönlich bei EMDR das Problem habe, dass die Leute immer so schnell ins Trauma reinrutschen wieder und man dann die Leute im Trauma hat und kaum noch rauskriegt. Das ist bei den anderen Verfahren besser. Aber Sie sehen, hier fängt es langsam an durchzusickern. Und das ist ja mal ein Anfang in die Richtung. Wir selber haben auch ein bisschen geforscht, deshalb will ich Ihnen die Bilder gerne auch zeigen. Volker Meissner und ich hatten das große Glück, eine relativ gute Thermobildkamera für ein Wochenende mal geliehen bekommen zu haben. Und was uns natürlich interessiert ist, was passiert denn eigentlich, wenn wir Akupunkturpunkte stimulieren? Sie alle kennen das Bild von Popp, wo er mit Moxibustion versucht hat, Meridiane darzustellen. Über dieses Bild wird ganz viel diskutiert. Sie kennen auch die Studien von Herrn Lietscher aus Graz, der letztendlich sagt, ich habe es nicht nachweisen können. Wir konnten es bislang auch nicht wirklich nachweisen, muss man ganz klar sagen. Erstens war unsere Probandenzahl zu klein und zweitens haben wir uns vor einigen Problemen gesehen, die ich Ihnen aber gerne erläutern möchte. Das, was wir aber nachweisen konnten, Sie sehen hier, ups, einen zu schnell, den linken Arm eines gesunden Probanden. Ich weiß das deshalb, weil es meiner ist. wir haben Akupunkturpunkte mittels Laser stimuliert, und zwar mit einem 50 Milliwatt Laser. Der hat die Frequenzen 685 und 785 Nanometer, also einen Rot- und Infrarotanteil. Wir haben deshalb einen Laser genommen und keine Moxibustion, weil der Laser keine Artefakte in der Wärmebildkamera gibt. Ja, ist Kaltlicht, Sie sehen auf dem Bild erstmal keine Artefakte durch den Laser. Und was Sie hier sehen ist, das ist mein Arm bei Beginn des Ganzen, die Raumtemperatur war gleich und nach 11 Minuten stellte sich dieses Bild dar. Wir haben Bilder dazwischen und was Sie deutlich sehen ist, die Durchblutung oder im Rückschluss, die Wärmeverteilung in der Hand ist deutlich angestiegen. Klar, für die, die mit der Akupunktur nicht so bewandert sind, wir haben den Tinkpunkt des Dickdarms und Dickdarm 4 hier unten genommen, Dickdarm 11 an der Ellenbeuge, hier, das ist, sehen Sie auch hier noch drauf. Und was Sie auch sehen ist, die Wärmeverteilung am Arm verändert sich. Das heißt, was wir zumindest damit erreicht haben, ist eine deutliche Durchblutungssteigerung. Das haben wir zumindest nach 11 Minuten erreicht. Wir diskutieren im Moment hier oben über diesen Streifen, was das ist, ob das vielleicht doch der Meridian sein könnte, wir wissen es nicht genau. Was uns aber aufgefallen ist, und das will ich nicht verschweigen, wir haben weitere Probanden genommen und es hat nicht bei jedem geklappt. Ja, und das heißt für uns, wir müssen einiges an Arbeit da noch reinstecken und uns überlegen, wieso klappt das bei dem einen, wieso klappt das bei dem anderen nicht, ja, was dahinter steckt. Aber Sie sehen auch, die Dembe selber versucht da ein bisschen mitzumischen in dem Bereich. Ich möchte Ihnen noch eine Studie aus Japan vorstellen. Sie alle wissen, dass Herr Popp viel über Biophotonen geforscht hat. Die Japaner sind jetzt hingegangen und haben nochmal versucht, die Biophotonen wirklich nachzuweisen und haben das sehr geschickt gemacht. Sie haben eine Kamera genommen, die in der Lage war, einzelne Photonen aufzuzeichnen, dadurch, dass sie speziell gekühlt und ich weiß nicht was war, und haben Probanden in abgedunkelten Raum gesetzt und haben sie über mehrere Tage letztendlich immer wieder gemessen. Das, was sie rausbekommen haben, ist, der Körper strahlt wirklich Photonen ab. Was Sie hier sehen, ist keine Wärmebildkamera, sondern es ist die Aufnahme von Photonenansammlungen.
Und das, was wir nicht sehen, ist, Sie sehen keine Meridiane. Sie sehen erstmal, dass im Gesichtsbereich deutlich mehr Photonen abgestrahlt werden. Hier unten haben Sie das Thermobild dazu, damit Sie einfach mal einen Vergleich haben. Und das, was Sie herausgefunden haben, es gibt eine zirkadiane Rhythmik, die bei den Photonen sind. Und sie ist invers zum Cortisol. Das heißt, es muss etwas auch mit dem Metabolismus des Körpers noch zu tun haben. Auch hier muss man weiterschauen. Das sind letztendlich Ansätze, wo jetzt Studien gemacht werden, wo es in die Schulmedizin reingeht. Aber ich glaube, dass sich unser Bewusstsein noch viel weiter verändern wird. Wer die letzte Raum und Zeit in Händen gehalten hat, ich habe sie hier, der hat vorne eine sehr reißerische Schlagzeile drauf gesehen, nämlich wissenschaftliche Sensation, neue Methode lässt Organe nachwachsen. Und wer sich das Ganze dann anschaut, ich weiß gar nicht, ob ich so schnell bin, es gibt drei russische Wissenschaftler, die letztendlich wohl bewiesen, ich kann leider kein Russisch, ich kann die Originalliteratur nicht lesen und es gibt im Moment relativ wenig Deutsches dazu, haben Organe nachwachsen lassen durch heilerische Fähigkeiten und auch durch die dadurch, dass sie die Leute haben Zahlenkolonnen auswendig lernen lassen. Und in diesen Zahlen scheinen Informationen versteckt zu sein. Ich kenne die Zahlen leider nicht, ich habe jetzt aber gestern noch gehört, dass sie möglicherweise sind 7- oder 9-stellige Zahlen. Ich habe mir das Buch bestellt, weil ich natürlich daran hoch interessiert bin. Es gibt in Deutschland ein Institut, da kriegen Sie so eine kleine Broschüre auf Deutsch. Ist aber leider im Moment nicht lieferbar. Man muss einfach gucken, was sind das für Zahlen? Sind das möglicherweise Raten, die wir woanders schon lange einsetzen, in der Radionik oder? Von daher wird es interessant sein, was da kommen wird. Aber das ist aus meiner Sicht auch ein Effekt, dadurch, dass sich unser Bewusstseinsfeld verändert hat. Ja? Und dass solche Dinge wesentlich, wesentlich stärker in unser Bewusstsein mittlerweile eintreten. Und wir werden sicherlich Zeugen einer Zeit werden, wo sich in den nächsten Jahren rapide Dinge verändern werden. Auch im Bereich der Schulmedizin. Da glaube ich ganz fest dran, weil nicht zuletzt ich auch die Resonanz merke, auch in meiner Praxis, dass mir schulmedizinische Kollegen mittlerweile Patienten schicken, wo sie sagen, da weiß ich nicht mehr weiter, da hätte ich gerne einen Rat zu und es verändert sich. Und ich bin froh, an dieser Entwicklung teilzuhaben und ich hoffe, dass Sie auch froh sind, an dieser Entwicklung teilzuhaben und ich möchte hier abschließen, weil einfach, wir könnten jetzt noch viele Sachen erzählen. Wir könnten über viele Dinge der letzten Zeit berichten, aber Sie haben sich jetzt um 12.48 Uhr einfach eine Mittagspause verdient. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.